So, da bin ich wieder, euer Bio-Schmied mit Satisfactory 1.0. Geil, endlich ist da. Ja, ich habe das jetzt gerade geupdatet. Also, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe leider keinen frei komplett gekriegt. Schade, schade, schade. Sonst hätte ich mir den Livestream nochmal angeguckt und hätte da vielleicht auch drauf reacted. Aber so ist es leider. Ja, wir stimmen einfach mal zu. So, ich würde ganz gerne die Story spielen, aber ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Ist das über ein neues Spiel dann? Oder keine Ahnung. Wo ist die Story? Wo ist die Story? Wo ist sie? Naja, vielleicht müssen wir mal einen neuen Sitzungsnamen YouTube Bio. Ich weiß es halt nicht. Ich will die Story spielen, Mann. Neues Spiel wird gestartet. Startgebiet Grasfelder. Onboarding überspringen. Nein. Erweiterte Spieleinstellung. Nein. Einzelspieler. Zum, ja, muss ich ja bestätigen, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bin gespannt. Will die Story spielen. Wie geht das? Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistian region. All pioneers functional, initiating dispersion. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fixit Incorporated Save the Day program. A Fixit Pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fixit guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Ganz schön laut. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Down. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Habt ihr das gesehen? Congratulations. You are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to Fixit procedure and equip the Fixit Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Ja, sind wir jetzt endlich durch hier, Ada. Ich will aber die Story spielen. Ist die Story implementiert in dem normalen Spiel? Vielleicht das? Next objective.
Dismantle the drop pod. Fix it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Keine Ahnung. Also ich werde jetzt vielleicht mal so ein, zwei Folgen machen und dann mal gucken, wie das geht. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Hieß es nicht irgendwie, man könnte die Weltraumstation sehen oder so? Ja. Machen wir das mal. Nochmal, oder wie? Tipps. Die Positionen der gescannten Rohstoffvorkommen werden auf dem HUD-Kompass... Karte haben wir noch nicht, ne? Drücke V, um rasch noch einmal zu scannen. Ja, dann gehen wir mal zu den Standardplätzen, ne? Wir können ja durch Slide canceln, also ducken, sliden. Also, ne, können wir ja ein bisschen schneller uns fortbewegen. Das ist ja wie bei in COD quasi. Damals. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ja, ich finde, es sieht ein bisschen besser aus, oder? Also das ist ja so mein normaler Startpunkt vor allen Dingen. Startpunkt. Wir können auch schon ein bisschen Zeugs einsammeln hier. Ich bin immer noch auf Icarus. Wir haben gestern Icarus gespielt. Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Ja, sollen wir jetzt nochmal anfangen oder soll ich schreibt das mal bitte in den Kommentar. Ich lade auch diese Folge hoch hier. Und dann sagt ihr mir bitte in den Kommentaren, ob ich von 9 beginnen soll oder Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Kleiner Tipp. Drücke E, um nach Eisenerz zu bohren. Das brauchst du auch nur einmal drücken und dann baut er das komplett ab. So als kleinen Tipp. Jo. Pflücken wir nochmal hier eben schnell ein bisschen was weg. Den können wir nicht wegpflücken. Die Schnecke. Ich habe das Menü noch gar nicht aufgehabt. Siehst du. Das könnt ihr mit dem Mausrad drehen, ne? Aber das, alles, was ihr damit machen könnt, steht auch unten drin. Für die Leute, die es noch nicht kennen jetzt. Hub Foundation built. The Hub Terminal and Crafting Bench are only the humble beginnings of a successful Fix-It Pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Once finished, the Hub will function as your base of operations. Next objective. Complete Hub Upgrade 1. Ei, das sieht ja geil aus. Hinweis, wähle eine der Stufen. Ja, 0. Jetzt müssen wir Eisenstangen machen. Ich hatte mal so eine Idee gehabt, dass man niemals die Workbench benutzt. Aber das geht hier tatsächlich nicht. Zumindest am Anfang. Dass man sagt jetzt, okay, man geht dann ab, keine Ahnung, wenn man die erste Schmelze bauen kann. Oder dass man nie das Hackwerkzeug benutzt, so als
Ne? Das geht durchaus nach dem ersten Node, das man abbaut. Und dann geht das. Das ist aber nur dann möglich, wenn das ist nur dann möglich, wenn du sagst jetzt, okay, also du gehst an die Kapseln ran quasi und sammelst die ganzen Sachen auf, die da rundherum sind. Natürlich an mehrere Kapseln. Und ja. Und dann kannst du die Teile holen halt, ne, die du brauchst für die. Wir brauchen ja jetzt nur 10, glaube ich, ne? Quatsch. So. So, mehr erstmal nicht. Hub upgrade 1, storage and frame completed. Equipment like the portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Fix-It mission. Next objective, complete hub upgrade 2. Das war der Rochen gerade, ne? Ja, ich dachte gerade schon. Es kommen wieder irgendwelche Viecher. So, das machen wir einmal rein. Aber ich will erstmal die Ausrüstungswerkstatt bauen. Gucken, ob sich hier auch irgendwelche Gebäude verändert haben, aber das ist gleich geblieben. So, dann machen wir mal einen Portable Miner, einen mobilen Miner. Und setzen ihn gleich mal auf so eine Eisenquelle, wa? Ach. Siehst du, die Erfolge müssen wir ja auch noch alle machen. Der hat sich auch nicht verändert, ne? Schade. So, dann machen wir mal. Warte mal, dann. Ja, gut. Dann machen wir mal eben schnell das, was wir noch können. Ich finde, es so läuft sehr, sehr performant. Ich habe noch gar nicht in die Grafikeinstellung reingeguckt. Das können wir ja mal machen. Sitzung verwalten. Okay, sonst hat er das hier unten immer angezeigt, ne? Einzelspieler. IP Steam Epic. Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man an die Story rankommt. Na gut, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Vielleicht muss man erstmal so einen gewissen Punkt erreicht haben, den Weltraumlift vielleicht aufgebaut haben oder irgendwie so. Aber das schaffen wir ja heute noch. Also wenn wir jetzt uns nicht zu doof anstellen hier. Ist natürlich am Anfang viel Gedengel hier, ne? Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich, dass man da auch. Ich habe das mal ausprobiert. Und dann ist die erste Hürde wäre dann der erste Rotor. So. Ne, also du brauchst ja zwei Rotoren, um einen Fabrikator zu bauen. Und das ist, glaube ich, die Hürde. Ansonsten ist das absolut möglich. Komm, wir machen mal so 3, 4 Folgen, vielleicht auch 5, wo wir dann einfach hier. Achso, ich will das auch. Jetzt haben wir schon Wände gekriegt, guck mal. Hub upgrade 2, power and shell, completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact. Most of the native flora and fauna is compatible with Fix-It technology. Fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, complete hub upgrade 3. Genau, jetzt brauchen wir nämlich Kupfer.
das noch gar nicht eingestellt, aber wir machen das jetzt mal. Und dann brauchen wir noch Limestone hier. Also Kalkstein so. Die haben ja ein paar Quellen, haben sie ja umplatziert, ne? Oder weggenommen. Ey, diese Knubbel sehen viel besser aus. Das haben sie richtig geil gemacht. So, ist jetzt nicht viel bei rumgekommen. Wir können ja mal zur ersten Absturzstelle gehen. Und, mal gucken, ob da irgendwas rumliegt. Dann brauchen wir nicht so viel von Hand daddeln. Was ist denn das hier? Guck mal. Die sind auch viel besser sichtbar jetzt. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 on the periodic table, such as high conductivity and malleability. Store this potential resource for later use. Auch ein neuer Sammelbalken. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fixed production line Aber efficiency. Hier? Store this potential resource for later use. Huh? Ach so. Da wäre jetzt zum Beispiel schon ein Rotor. 26 Rotoren haben wir jetzt schon. Krass. Und dann können wir auch... Beton liegt jetzt ja auch rum. Okay, das war vorher auch. Stangen liegen hier rum. Geil. Guck mal, da haben wir uns jetzt richtig einen schön in die Tasche gelogen hier. Benötigt 40 Megawatt. Können wir denn schon? Ne, können wir noch nicht. Na gut. 40 Megawatt ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Ding. Aber jetzt haben wir gut Sachen eingesammelt, die wir jetzt für das nächste... Guck mal, wir haben Beton schon. Voll gut. Hier hinten wäre dann noch eine Quelle. Also noch so ein Ding. Da hinten auch noch. Ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt gerne Kupfer gehabt. Habe ich aber nicht gekriegt. Ich muss hier mitnehmen. Wir brauchen dann das für Strom und so. Das habe ich immer vergessen. Das ist... Also, wenn du losgehst von deinem Startpunkt aus, immer gleich schon Blätter einsammeln. Beziehungsweise Büsche und sowas. Alles weggrabbeln, was geht. Ja, das macht nichts. Das lädt sich eh wieder von alleine auf. Und wenn du eh gedrückt hältst, dann sammelt er das von alleine ein. Ne? So als kleinen Tipp. Weiß nicht, ob ich das nochmal so bauen würde. Also wenn ich jetzt wirklich neu anfangen würde und komme dann in Folge 5. Wir machen auch heute mal ein bisschen länger. Ich denke mal, die Folge wird so eine Stunde lang. Können wir jetzt schon... Nee, uns fehlt noch Kupferdraht. Mache ich jetzt mal eine Stunde die erste Folge jetzt. Also ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus im Gesamten. Noch ein Ticken besser als vorher. Natürlich, klar, dass die da was verändert haben. Hauen wir das mal hier komplett durch. Oh. Kommen ja mal zwei Draht bei raus. Das ist schon mal ganz geil. Kabel haben wir jetzt auch gefunden, zum Glück. Eine Schnecke haben wir gefunden. Die können wir gleich mal in die Tasche... Quatsch, in die Kiste stecken. Und die Rotoren auch, die brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Wir bräuchten ja erst Kabel. Pass mal auf, wir machen das so. Wir bauen jetzt gleich schon mal eine Schmelze. So. Ich habe das gar nicht ausgerichtet, ne? Ich habe das ja immer am Raster. Ah, hier gibt es kein Raster. Okay, machen wir es so.
Nehmen wir mal alles. Dann kann er da weiter buddeln. Und dann stecken wir uns hier mal Eisenbarren rein. Dann kann er schon mal Eisenbarren verarbeiten. Und dann schließen wir das einfach mal da dran an, weil wir ja noch keine Strommasten bauen können. Und dann stecken wir hier schon mal was rein. Alter, ist das laut. Junge, Junge, Junge. Okay. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed decision. Store this potential resource for later use. Machen wir doch glatt. So, wir bräuchten noch Eisenplatten. Da er das jetzt schon für uns zerkleinert hier. Können wir das schon mal da rausnehmen? Dann haben wir schon mal einen Arbeitsschritt gespart und er arbeitet für uns weiter hier. Nein. So. Machen wir mal ein paar Eisenplatten und können dann gleich hier mal ein paar mobile Miner machen. Machen wir mal so viel wie geht. 6 Stück oder das Inventar wird dann voll sein. Beziehungsweise, warte mal, wir können ja die da reinstecken, dann können wir auch 6 Stück machen. Katerium können wir da auch reintun. Das ist ja schon mal geil, ey. So, und dann machen wir mal einen auf schnell hier. Also so schnell wie der Chaos kann ich nicht, aber... Ja. Oh, die stacken sich jetzt sogar. Wie geil ist das denn? So, dann machen wir nochmal einen für Eisen. Das finde ich geil, dass die sich stacken. Und dann machen wir hier nochmal auf die unreine Quelle. Wir müssen das Upgrade, das Hub-Upgrade-Ziel nochmal einstellen. Vielleicht ist es auch so, dass wenn dann die die Dingens da, vielleicht ist es wirklich so, wenn der Weltraumlift steht, dass man dann sagen kann, okay, jetzt will ich in die Story eintauchen oder wie, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja so, weil am Anfang des oder im Menü stand da ja nichts von. Ich muss mal hier was einstellen. Spielverlauf. Okay. Automatisch speichern dabei alle 20 Minuten. Machen wir mal auf 30. Netzwerkqualität Mittel, das ist egal. Sprache. Oha. Also wenn die jetzt uns gleich in Deutsch vollsülzt, dann ist ja richtig geil. Dann machen wir mal hier auf Übernehmen. Und hier hätte ich gerne maximale FPS. Ich hätte gerne... Das hat sich nichts geändert hier. Auflösungsskalierung. 100%. Gibt es hier keinen... wie heißt denn das? FOV? Field of View? Sichtfeld hier. 120, so. Ich hatte das, glaube ich, auch immer auf 120. Oh ja, das ist ja viel angenehmer. Das ist ja viel, viel angenehmer. So, dann stellen wir hier nochmal zwei... Alter, das sieht ja auch richtig geil aus. Guck mal, das sieht ja endlich mal wie Kupfer aus. Leute, habt da richtig gut gemacht. Coffee Stain. Potential edible collected. If consumed before authorized as compatible with the human digestive system by Fixit, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. Zu viel Icarus gespielt auf jeden Fall. So.
Mach uns voll hier. Komm, wir wollen auch Bänder haben, so schnell wie möglich. Geht gleich los, wenn wir dann Foundations freigeschaltet haben. Oh, das ist schon wieder so 100 Jahre her, ne? Gefühlt. So, dann können wir die schon mal da reinstecken. Dann machen wir nochmal schnell Eisenplatten aus Eisenbarren. Und dann geht's schon los. 20 brauchen wir da, ne? Dann ziehen wir durch. Ach komm, ich will weiter. Komm, ich will schnell weiter. Schnell weiter, komm. Hub Upgrade 3, Interior Furnishing, completed. The constructor can produce simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human, and thus prone to error. Next objective, complete Hub Upgrade 4. Guck mal. Habt ihr die Linie gesehen? Habt ihr die Linie gesehen? Habt ihr die Linie gesehen? Warte. Die Linie. Geil. Geil, geil, geil. Also kannst nie mehr den... so, das, dann zeigt das Rot an, ne? Geil. Ich find's geil. Ich find's einfach nur geil. So, Bänder können wir noch nicht, ne? Nee, Logistik fehlt noch. Das machen wir aber jetzt. Dann bauen wir hier erstmal Eisenplatten. Mach mal, bitte. Und hier kannst du nochmal Eisenbarren machen. Dann können wir das da reinstecken. Aber wir haben es schon mal so platziert, ne? Dass es dann in 1 übergeht. Und Storage. Können wir schon Storage? Alter, ist das laut hier. Das burnt mir die Ohren weg. So, was können wir denn hier noch? Sinusepper. Ja gut, okay. Das brauchen wir alles noch nicht. Was ist das? Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Primärfarbe. Alter, das ist ja mal... Aber wozu? Du kannst dich eh nicht sehen. Also du siehst maximal deine Arme, deine Hände etc. Und das war's. Was ist das? Achso, das ist der Anzug jetzt. Den hätte ich gerne in Blau. Ja, sieht ein bisschen landwirtschaftsmäßig aus. Nee, das wollen wir nicht. Wir machen dann doch lieber so einen... Geil. Wie... Änderung. Ja, ist okay. Ach ja, genau. Auch nicht schlecht. So ein bisschen Sam Fisher-mäßig. Den nehmen wir, machen das so. Wir wollen nicht ganz so übertreiben. Wo hängt... Ach so, das hängt da an dem Dings. Unten, da an der Seite. Da unten, da hängt es dran. Werden wir ja gleich sehen. Vorher hing der Schlüssel immer dran. Ja, wir machen jetzt mal einen Summerstoops, oder? Primärfarbe hätte ich gerne auf grün. So. Ach, dann ist der Helm ja auch so. Das ist doch doof. Ne, dann machen wir den Helm auf so. Den anderen Kram machen wir schwarz. Und das bleibt so. Schließen. Das ist neu. Das ist neu. Guck mal, hier ist auch ein Klo. Was denn? Was soll ich denn machen? Soll ich da was reinschmeißen oder wie? Hä? Was ist das für ein Gimmick?
Papier. Ich kann ja kein Papier machen. Das sieht aber ein bisschen glatt aus, ne? Vorher sah das ein bisschen besser aus hier mit den Postern und so. Vielleicht, na gut, vielleicht kommt es ja noch. Was ist, kann man hier auch noch irgendwas machen? Küche? Ich muss mal... Genau, hier ist ja mein Büro. Das kommt dann vielleicht später noch. Ja, müssen wir mal gucken. Oh, jetzt ist es schon dunkel. Das ist natürlich doof jetzt. Geil. Habt ihr das gesehen, ey? So, dann machen wir mal die Eisenplatten. Ach, die werden ja schon gebaut. Wir brauchen noch ein paar. Dann stecken wir das mal, nehmen wir das mal hier raus, stecken ein neues rein und stecken das dann da rein. So. Haben wir denn schon so viel? Ich weiß es gar nicht. Reicht das schon aus? Einer fehlt uns, lol. Ich vergesse das immer, dass ich einfach nur Q drücken brauche. So, nächste Upgrade-Stufe. Zack. Was ist jetzt neu hier? Oh, jetzt sieht das so ein bisschen besser aus. Landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective. Complete Hub Upgrade 5. Storage Container brauche ich, Mann. Storage Container. Eisenstangen. Müssen wir mal kurz auf Eisenstangen umstellen. Ja. So, ab jetzt brauchen wir quasi gar nichts mehr von Hand, ne? Q sollst du drücken, Kollege. Mann. So. Ja, ein paar Miner haben wir ja noch. Das finde ich sehr, sehr geil, dass die endlich stackbar sind. Ich muss mal kurz hier ein bisschen... Oh. Entschuldigung, aber ja. Das, der Gürtel drückt auf meinen Bauch, wenn ich sitze. So, lassen wir das. Okay, ja, was machen wir als nächstes? Was können wir denn noch bauen? Guck mal, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir auch schon. Geil. Und man soll ja jetzt auch die Bänder, wenn man jetzt zum Beispiel hier anknippert, soll man mit irgendeiner Taste Baumodus wechseln. Guck mal, man kann endlich rechte Winkel machen. Wie geil ist es? Mit R. So wie wir suppen können, können wir das jetzt mit den Bändern eben... Ja, nun gut. Die Bänder halt nicht suppen, aber vielleicht geht das ja mit den Rohren auch. Wie gesagt, ich habe den Stream nicht gesehen von Coffee Stain. Deswegen, ich wollte mich da jetzt auch nicht spoilern lassen, beziehungsweise war ich ja eben noch auf der Arbeit. Habe heute einen halben Tag nur gemacht. Hub Upgrade 5, Power Expansion, completed. The miner, unlike portable miners, can be connected to conveyor belts and requires power to function. Caution, as you expand, the energy demand of your production may exceed the capacity of your power grid. The onboarding program was established because Fixit pioneers often experience memory issues after planetfall. If you are experiencing nosebleeds, nausea, existentialism, or an itchy scalp, there is no need for concern. This should pass within 5 to 7 workdays. Next objective, complete Hub Upgrade 6. Es kann sein, dass das mit der Sprache erst nach einem Neustart
Dann starten wir mal eben neu, speichern das mal eben. YouTube. Ach Quatsch. YouTube Bio. Speichern. Dann gehen wir mal kurz zurück zum Desktop und starten das Ganze mal neu. Vielleicht ist es ja auch übersetzt, was sie uns erzählt. Gerade am Anfang ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Kann das eben die Stelle eben auch rausschneiden. Ist ja kein Problem. So, dann machen wir mal auf Fortsetzen. Das müsste ja eigentlich relativ schnell jetzt gehen, dadurch, dass das, ja. Ey, wenn das jetzt Deutsch ist, ne? Das wäre ja sowas von geil, ne? So. Können wir hier nämlich auch nochmal was reinstecken. Ja. We do not waste. So, wir brauchen... Erstmal können wir das hier komplett auf Kupfer umstellen. Dann warten wir hier nochmal eben. Obwohl, das können wir rausnehmen. Warten, bis das hier rauskommt. So. Und dann gehen wir hier auf Draht. Ne, das ist jetzt erstmal wichtiger. Und das andere könnten wir ja eben mal schnell von Hand klöppeln. Beziehungsweise wir können auch noch eine zweite Dings aufbauen, ne? Das ist ja auch kein Problem. Haha, da fehlt nämlich der Draht. Muss das mal eben kurz abreißen, tut mir leid. Das passt hier gerade nicht hin. Dann bauen wir das mal hier hin. Ich habe das mal so gemacht, ich rechte meinen Punkt nach nach einer Himmelsrichtung aus, dann kann ich das gerade platzieren. Hä? Okay. Na gut, dann machen wir das so, ne? So, erstmal, da muss natürlich auch wieder Holz rein dann, beziehungsweise erstmal 8 Megawatt braucht das alles noch, okay. Geil, es ist so performant einfach dann auch. Ich mach das jetzt einfach mal so. Jetzt fehlt mir natürlich Eisen. Aber wir können das auch erstmal so machen. Ne? Kein Strom, das ist ja kein Problem. Das machen wir mal eben so.
wenn man davor steht, wie mächtig das einfach auch so ein bisschen wirkt, oder? In dem POV jetzt. Den können wir nochmal umplatzieren. Den habe ich sonst immer hier so hingebaut. Und ja, ihr könnt mir gerne Tipps geben, aber wie gesagt, 3.500 Stunden, da ist das eigentlich nicht nötig. Aber macht ruhig gerne. Ich höre mir gerne eure Tipps an, das ist kein Problem. So, dann haben wir ja jetzt, haben wir Eisenplatten drin, nee, ne? So. Ich weiß nicht, wie die richtige Taste ist da. Alter, ist das laut, ey. So, oh, wir haben sogar... Ne, das brauchen wir noch. Aber die können wir reinstecken und das... Ja, das andere, das behalten wir nochmal erstmal. Und dann können wir auch schon mit Concretes anfangen. Oh, wir haben schon Miner. Beton. So. Haben wir denn auch schon... Ja, das wollte ich haben. Guck dir das an. Okay, da muss ich jetzt nochmal hier beigehen. Wie gesagt, zu viel Icarus in letzter Zeit gespielt. Deswegen kommt das immer noch mal hier so auf. Jetzt fehlt mir hier Beton. Aber Beton war ja hier noch drin. Warum habe ich den da überhaupt reingesteckt? So. Dann können wir nämlich hier schon mal Beton machen. Ach ja, ist doch gut. Kriegst doch gleich dein Holz. Hier, komm. Nimm erstmal das Holz. Nimm erstmal das Holz. Neue Sorge freigestellt. Rapprei in eine durchgebrannte Sicherung. Ja, sehr gut. Ich würde auch ganz gern so schnell wie möglich die Kettensäge machen. Mal gucken, wann die freigeschaltet wird. Oder ob sie schon freigeschaltet ist. Das kann natürlich auch sein. Nee, noch nicht. Aber wir müssen ja, glaube ich, sowieso erstmal die Biomasse machen, ne? So, sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens auch sowas. Wir gehen jetzt einmal hier kurz. Ich weiß nicht warum. Warum er das nicht so richtig macht. Wir gehen jetzt hier einmal rum und sammeln mal ein bisschen was ein. Dass wir hier auch dann genügend Zeugs haben für Strom und so. Also ein Stack Blätter sind zum Beispiel immer 500. Das sind Dodos, die tun nichts. Die laufen auch vor uns weg. Die sehen zwar gefährlich aus mit ihrem Schnabel, aber tun sonst nichts. Man kann auch noch die Tiere auf freundlich stellen, dann greifen sie einen nicht an. Allerdings, wenn du sie angreifst, dann greifen sie zurück an halt, ne? Oder man kann sie, glaube ich, auch auf komplett passiv stellen. Das geht, glaube ich, auch. Aber das habe ich nie gemacht, weil das...
nimmt so ein bisschen die Spannung weg. Ach, das wollte ich sagen, Leute. Okay. Eigentlich nur hier hochgegangen wegen der Schnecke. Nein. So, dann können wir von hier oben mal gucken, was wir schon geschafft haben. Noch gar nichts quasi. Aber jetzt werde ich auch mal ein bisschen Gas geben. Wie gesagt, ne, so 1200, dann haben wir schon mal zwei Stacks, die wir jetzt befüllen können. Das ist schon mal ganz gut. Sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen was von sammeln. Da immer drum rum tänzeln hier so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, warum der jetzt so weit abhaut. Ich mach jetzt mal so bis 2000, würde ich sagen, an Blättern, dann haben wir zumindest mal 4 Stacks drin. Noch Dodos, ey, ganz viele. Ja, genau. Wie gesagt, Livestreams gibt es bei mir nicht. Ich habe zwar auch einen Twitch-Account, aber ja, der ist nicht Affiliate und ich habe da keine Zeit zu. Ich habe da keine Zeit zu 4, 5, 6 Stunden zu streamen. Das geht nicht. Da habe ich einfach keine Zeit zu. Deswegen mache ich immer zwischendurch mal irgendwelche Videos. Nicht irgendwelche, sondern Videos halt. Zu dem, was ich gerne spiele. Und dann lade ich die hoch. Und dann habe ich halt die Zeit. Das kann ich nicht. Ich hab einen Hauptberuf. Und ja, deswegen. Ne? Bitte versteht das. So. Haben wir doch fast 2000. Nehmen wir das hier noch mit. Also so ganz funktioniert das auch nicht mit der E-Taste. Haben wir doch hier schon mal schön freigeräumt. Das ist unter uns, ne? Also ist in der Höhle quasi noch eine Dings drin. Gehen wir mal rein. Ah, da sind meine allerliebsten Freunde hier. Nein. Aua. Samples of unknown alien species acquired. Initial data suggests these are predators, but notably they do not have a traditional mouth or eyes. There are, however, numerous cavities on their head which could fulfill a similar function. Preserve the remains for later study. Guck mal, was da ist. The fruit of this fungus-like flora does not seem to show much potential for use. However, its mycelial network is worth further investigation. Store this potential resource for later use. Genau. The Summersloop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. There are many theories about the origin of this shape and why this symbol mathematically resembling a Möbius strip has found its way into both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer.
Store it for later use. Fun fact. The planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted called Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. Was? Was hat die gerade erzählt? Ja, okay, das ist klar, weil... Posteingang. Einführung. Was hat die gerade erzählt? Summer... Fakt, am Rande des Planeten, auf dem du dich befindest, wurde bei einer von Marie organisierten Veranstaltung mit dem Titel Maries Fantasy-Wissenschaftssuche der Spitzenklasse Exoplaneten gefunden und benannt, okay? Ach so, ich habe jetzt gedacht, es gibt noch mehr Planeten hier. So, hier sind auch noch Eisenquellen, unreine. Unreine, ja. Dann gehen wir mal wieder zurück und kümmern uns nochmal um die Sicherung. Das sollte natürlich nicht passieren. Und wenn ich jetzt nicht im Detail mit euch abspreche, was wir da alles freischalten im nächsten Hub-Upgrade, dann tut mir das leid, dann habe ich das vergessen. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. 2000 Blätter. Oh, das ist tief. Das war tief. Das war tief. So, wir fangen erstmal mit Blättern an. Wir werden dann auch wieder so eine Maschine bauen. Können wir denn jetzt schon? Können wir noch nicht. Die ganzen neuen Geräusche hier. Unglaublich. Was haben wir denn? Was muss hier rein? Guck mal. Da muss Eisen rein. So, bevor ich die Miner auf diese Foundation setze, würde ich ganz gerne so ein paar Sachen noch freischalten. Deswegen... Ja, ich hätte das ja umplatziert hier, ne? Deswegen. Na, guck mal, hier ist noch was dazugekommen. Hier sind jetzt unsere Computer. Hier kann man nochmal sich die Spielanleitung angucken. Ah, ne, zu dem Spiel. Okay, und ein Spiel spielen auf dem Computer hier. Wer da Bock drauf hat, kann das gerne machen. Ach so, das ist das Gleiche. Okay. Jo. Sonst gibt es hier nichts. Charakteranpassung. Hier kannst du irgendwas ins Klo schmeißen. Keine Ahnung. Hier hängt jetzt endlich das Poster. Ja, okay. Das ist hier auch von... Egal. So, weiter geht's. Was gibt's hier Neues? Auch noch nichts Neues. Okay. Wir gucken nochmal in das Upgrade rein, was wir damit freischalten können. Als nächstes kriegen wir den Weltraumlift, die Biomasse... drei Inventarplätze noch und Biomasse-Generator. So, ne? Boah, das sieht schon sehr geil aus. Na gut, das ist jetzt nicht schnell, ne? Aber sieht schon sehr cool aus. Ich finde die Maschinen echt viel zu laut. Ah, die sind sehr laut. Ich hoffe, sie haben auch nochmal den Sound von dem Explorer überarbeitet. Das wäre es ja nochmal. So, wir brauchen Stangen auf jeden Fall. Und wir brauchen Eisenplatten. Wir sind ja ordentlich welche zusammengekommen. So, dann können wir aber hier hinter trotzdem schon mal Lagercontainer machen. Das, dann brauche ich mich da nicht mal drum kümmern, dass die irgendwo reinlaufen. Thank you.
Dann ist das schon mal ganz geil eigentlich. So, das ist das. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob wir das ein bisschen leiser kriegen. Audio. Ja, genau. Effektlautstärke machen wir mal ein bisschen leiser hier. Dass die Gesamtlautstärke, Dialoglautstärke, UI, Lautstärke, Musik, Stummschalten, Musiklautstärke, alles cool so. Ah, ist ein bisschen besser, ne? Aber nicht. Ja, könnte eigentlich noch ein bisschen leiser werden. Dann machen wir Effektlautstärke mal so auf 50. Was ist denn da schon wieder? Wir brauchen Kupfer, ne? Hatte ich nicht noch Kupfer hier? Nee, hatte ich nicht mehr. Okay. Dann müssen wir nochmal Kupfer holen. Wie viel Zeit haben wir denn? Oh, wir haben ja schon eine Stunde zusammen. Aber eigentlich würde ich das gerne noch... Warte mal, nee, dann machen wir das erstmal fertig hier. Stangen können wir jetzt ja nochmal umstellen. Das machen wir hier. Stellen wir hier einfach auf Stangen um. Und holen uns nochmal Eisen. Eisen habe ich noch. So. Und hier nehmen wir uns raus. Das reicht nicht. Doch, das reicht. Das reicht. Geil. Und die nehmen wir auch nochmal mit raus. Dann brauchten wir 100. Haben wir 300. Perfekt. Dann können wir das nämlich schon mal reinstopfen hier. So, so und so. Den Rest haben wir ja schon. Jetzt brauchen wir nur noch Eisenstangen. Dann können wir doch nochmal zum Kupfer laufen. Und wenn wir dann wieder da sind, dann müsste das eigentlich auch durchgelaufen sein. Ja, dann haben wir 100 Eisenerz reingesteckt. Und dann kriegen wir auch 100 Eisenstangen dafür raus. So. Ah, mit E. Einfach nur mit E. Ah, okay. 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 Hub Upgrade 6. Ja, ich könnte das alles von Hand machen, aber ich will das über die Maschinen machen. Warum? Warum denn nicht, hä? So, dann können wir nochmal Eisendraht machen. Oha, der hat aber schon viel gefressen jetzt in der Zeit, wo wir nicht da waren. So, dann hauen wir den Summer Sloop hier nochmal mit rein. Die Alien-Überreste, das nochmal und Myzelium, das brauchen wir alles dann für später. Jo. Ne, warte mal. Das ist das Inventar, ne? Ja. Das ist die Kiste. Wird die Kiste auch immer größer? Da waren noch vorher nur zwei Reihen oder so. Okay, na gut. Dann machen wir das so, dann lassen wir das so. E soll zu drücken. Genau, jetzt, aha, jetzt hat das. Guckst du. Tschüss. Wie viel wir schon freigeschaltet haben. Ein Kupfer. Zwei Kupfer. Drei Kupfer. Auch gar nicht so weit weg. Hier hinten sind ganz viele Kupfers. Aber wir haben auch irgendwie die Karte noch nicht.
Das müssten wir dann übers MAM freischalten. Können wir das denn? Nee, können wir noch nicht. Ja, doch, war richtig eigentlich, ne? So, dann können wir hier nochmal sortieren. Und dann warten wir eigentlich nur noch auf die Stangen. So, dann brauchen wir noch 31 Stangen. Komm, wir machen das mal eben von Hand. Damit das dann auch, warte mal, das können wir... Das haben wir schon anders. Pass auf, das haben wir anders. Das haben wir anders. Und wenn jemand weiß, wie man zur Story kommt, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Aber bitte nicht zu viel spoilern. Wenn ich richtig in der Annahme bin, dass, dass man den Weltraumlift bauen muss, um dann mit der Story starten zu können, dann ist das okay. Aber, ne? Oder dann bestätigt das. Aber sonst bitte nicht weiter irgendwelche Sachen dazu spoilern. Ich werde jetzt auch demnächst keine Videos mehr von allen anderen YouTubern gucken, weil die wahrscheinlich schon viel weiter sind. Freighter landing initialized. Congratulations, you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fixit Pioneer. Fixit looks forward to your future achievements, because a future with Fixit is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and biomass burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate project assembly by building the space elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fixit recommends getting to work. Machen wir. Ja, dann haben wir mal in einer Folge quasi das ganze Dings hier durchgezogen. So, das wäre dann der nächste Punkt, den ich gerne machen würde. Beton haben wir ja schon in der Mache. Ne, da haben wir schon jetzt die 200 haben wir schon, die können wir schon mal reinstecken. Das wird sich sowieso alles nochmal verändern hier. Guck mal. Dann machen wir nochmal eben schnell. Nein, machen wir nicht. Wir lassen das die Maschinen machen. Ich brauche Foundations. Sonst geht das hier nicht weiter. Und bitte nicht diese behinderten Foundations. Ich will auch den Shop haben, den Fixit Shop. Das wird auch, denke ich, glaube ich, mal reichen. Hier, die Schnecke nehmen wir auch noch mit. Die haben wir ja sonst immer da gelassen. Aber die nehmen wir jetzt mal mit. So. Ha. Dann steckst du alles weg. Nein. P. So. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Klar, man hat jetzt noch nicht so die Inhalte des Spiels gesehen. Ich weiß auch noch nicht, wie man an die Story rankommt. Ja, Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied. Bye, bye.